Lierle, heute mal wieder ein kurzer Tipp. Ich hatte Ubuntu 14.04 Trusty Tar in der frühen Alpha-Version mal getestet. Und wie das so ist mit frühen Alphas, da ist das oftmals noch nicht so eingedeutscht. Ne? Da muss man von Hand noch auf Deutsch umstellen. Da nützt es übrigens nicht, wenn hier oben in der Leiste German steht. Ne? Das langt nicht. Da geht es nur um die Tastaturbelegung. Ne? Wir gehen mal in die System-Settings. Ne? Natürlich ist hier alles auf Englisch. Englisch ist immer dabei. Und diejenigen, die nicht Englisch können, haben Probleme. Ne? Ja. Language Support muss man dann gehen. Language Support für diejenigen, die es überhaupt nicht können. Gut. Und dann, ja, hier steht man. Jetzt klickt man auf Deutsch, passiert scheinbar nichts. Ist auch so ein bisschen grau hinterlegt. Ne? Wenn man da nicht so aufpasst, da denkt man, das geht gar nicht. Nun. Des Englischen mächtig sieht man hier Drag Languages to arrange them in order of preference. Das heißt, draufklicken, festhalten und ziehen, ziehen, ziehen. Und nach oben über dem Wort Englisch. Dann einen Moment warten. Jetzt ist Deutsch oben. Ne? Jetzt ist Deutsch oben. Apply System wide heißt systemweit festlegen. Ne? Gut, jetzt müssen wir noch das Passwort eingeben, das wir mal ursprünglich festgelegt haben, damit es auch so ist. Falls wir Deutsch gar nicht hier in der Liste haben. Install Remove Languages. Gut, was sind die deutschen Germanen? Rollt mal in dieser Liste runter, ne, falls Deutschland wie gesagt gar nicht erscheint. Und dann seht ihr German. Ja, dann könntet ihr hier Apply Changes, Änderungen anwenden. Ich habe das ja schon mal gemacht, dann erscheint hier Deutsch und dann könnt ihr, wie gesagt, ziehen, ne, und nach oben, ne, ganz nach oben und dann ist das gut. Regionale Formate heißt das hier. Da geht es um Currency. Ne, was ist Currency? Da sieht man am Eurozeichen, dass es da um Kohle geht, wie das Datum dargestellt wird. Wir schreiben es nämlich anders als die Amerikaner. Ne, die schreiben es irgendwie andersrum. Wir würden sagen verkehrt rum, die sagen, wir schreiben es falsch rum. Gut. Wie ist es mit Nummern und so weiter? Da kann man hier auch noch einstellen, wie man es gerne hätte. Gut. Ja, also Deutsch ist oben. Wunderbar. Beim nächsten Neustart sollte das funktionieren. Close heißt schließen. Wie kriege ich das Ding hier oben weg? Das stört mich nämlich. Systemeinstellung, System Settings. Hier sehen wir auch alles so schön auf Englisch. Hoffentlich beim nächsten Start. Nicht mehr Englisch. Keyboard heißt Tastatur. Layout Settings, ja, die Belegung ändern. Und da sieht man Show Current Import Source in the Menu Bar. Ja, zeige die momentane Eingabequelle in der Statuszeile da oben. Ne? Zack, klicke ich drauf, ist es fort. Gut, so geht das. Ne? Hier mit diesem kleinen Symbolchen kann man sich noch die deutsche Tastaturbelegung ansehen. Natürlich ist das jetzt alles noch eingeenglischt, weil wir noch die englische Sprache gewählt haben. Haben wir das irgendwann mal vielleicht auf Deutsch umgestellt? Dann sehen wir auch die deutschen Bezeichnungen. Ne? Control heißt zum Beispiel Steuerung. Ne? Gut, damit kann man sich zum Beispiel beide Sprachen mal auf dem Bildschirm holen. Das geht nämlich auch gleichzeitig. Damit man sieht, ne? Ich würde empfehlen, erstmal neu starten. Was heißt denn was bei denen? Und zum Beispiel, wenn man jetzt Probleme hätte, mit der Tastatur was einzugeben. Zum Beispiel ist Y und Z bei amerikanischen Tastaturen oder englischen Tastaturen andersrum. Ne? Bei uns ist Z da, Y da. Bei denen ist Y da und Z da. Und das SZ gibt es bei denen gar nicht. Die haben das natürlich nicht. Bei uns ist es da oben. Und da muss man halt gucken. Entsprechend müsste man auf der Tastatur so drücken, als hätte man eine englische Tastatur, um die Dinger wiederzukriegen. Habe ich auch schon mal gezeigt. Gut, wie gesagt, nach einem Neustart sollte das dann wieder gehen. Restart oder Shutdown heißt runterfahren. Ja, halt, eins habe ich noch vergessen. Was ist jetzt eigentlich, warum ist dann zum Beispiel der Firefox oder der Thunderbird gegebenenfalls immer noch Englisch, ne? Firefox, Webbrowser, Thunderbird, E-Mail-Programm. Gut, machen wir clear. Clear. Die separaten Programme haben oftmals noch eigene Hilfedateien oder eigenen Sprachsupport, den man erst nachinstallieren muss.
Es hat mit dem Betriebssystem nichts zu tun. Ja, sudo apt-get install, na, Leerzeichen dazwischen, Firefox, alles schön klein schreiben, ne? Minus lokale minus d. Na, da hat man keine deutschen Kneipen in seinem Webbrowser installiert, sondern die lokalen, ja, Sprachenhilfen für Firefox, den Webbrowser oder install Thunderbird E-Mail-Programm, ne? Minus lokale minus d. Da hat man die deutschen Spracheinstellungen für sein Mail-Programm, hier in dem Fall Thunderbird. Gut. So. Was ist, wenn sich trotzdem nichts ändert? Ne? Man sieht hier neue und verbesserte Funktionen in der Hilfe zum Beispiel. Und dann steht es trotzdem auf Englisch. Das liegt daran, dass die Hilfe schlicht und ergreifend noch nicht fertig ist für diese spezielle Version. Manchmal stimmt noch nicht einmal die Versionsnummer bei frühen Alpha-Versionen. Ne? Hier steht 13.10 noch. Gut, bei manchen Dingen wird sich's wahrscheinlich nie ändern, weil man eigentlich das nicht so als wichtig erachtet. Hier zum Vergleich nochmal für diejenigen, die nur etwas Englisches auf dem Display haben, können wir vergleichen, sehen die Symbole, wie es da heißt. Hier Tastatur zum Beispiel ist einer dieser Kandidaten, wo sich wahrscheinlich nie was ändern wird, ne, in den Belegungseinstellungen. Nun, hier steht Deutsch, aber hier steht trotzdem Control, ne, Insert statt Einfügen, Delete statt Löschen, Home, Page Up und Down statt Bild hoch und runter, Up, Left, Down und Right statt die Pfeiltasten hoch, runter und so weiter. Das wird sich dann wahrscheinlich nie ändern, weil man einfach nicht darüber nachgedacht hat, nach dem Motto, es kann ja jeder Englisch, ne? Ja, gut, nicht jeder. Gut, so ähnlich ist es mir gegangen in Portugal, ne? Da stand da Boas Festas, ne? Feliz Ano Novo. Ich wusste gar nicht, wer der Felix ist. Dass der Ano Novo geboren war, das wusste ich auch nicht. Und ob die, ja, Boa Constrictor gerade Feste feiert, wusste ich auch nicht. Jedenfalls kann ich mir dann bildlich vorstellen, dass jemand, der nicht Englisch kann, Probleme hat, dafür dieses Video. Und ich hoffe, wie immer, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.